things. Anno. Anno bedeutet ja Jahr. Brief 2, Brief 3. Nee, Brief muss Brief 1 gewesen sein. Guten Morgen, 1984, oh, da haben wir das Problem. Das macht doch mal alles anders. Wenn es 1984 ist und nicht 83. 84 mal 16 durch 2, das wären dann 15. 8, 72. So, Moment, jetzt spinne der kurz wieder ein wenig. Noch geht's nicht wieder normal, dann muss ich hier mal ganz kurz. So, okay. Also. Resettet. 1, 5, 8, 7, 2. Oh, geht doch. Und weiter. Was bedeutet das jetzt für uns? Oh, hier liegt auch noch was. Au, oh. Oh, aha. Lies den vierten Brief. Dann stelle ich mich noch kurz zu unserem netten Plattenspieler. So, lies den vierten. Erstaunlich, der Code ist richtig. Jetzt musst du ihn nur noch bestätigen und in unserem Wohnzimmer wird sich der Opferschaft über eine Gabe freuen. Den Bestätigungsknopf findest du an dem Ort, wo du schon mal warst. Sonst würdest du diesen Brief ja wohl kaum lesen. Ich drücke dir die Daumen. Vater. Ha, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. So, Moment. So, es spackt wieder ein wenig. Ich darf kurz. Geht noch nicht normal weiter. Jetzt. Oder? Moment. Okay, geht doch. Bestätigungsknopf, was haben wir hier aufgeschrieben? Abstellkammer, also das bedeutet Arbeitszimmer. War das hier irgendwo drüben, oben, hinten? Hier irgendwo, oder? Ja, geht doch. Also so langsam habe ich auch Orientierung. Das bedeutet, wir müssen... Hier Glasblock. Ach so, sind es so oder so nur zwei Blöcke. Das bedeutet, wir müssen nee, sind doch zwei. Okay, das bedeutet, wir können das Ganze so machen. Danke. So, jetzt nur noch das Ding hier finden.
Oha. Hat wohl jemand mit der Stromrechnung ein wenig geknausert. So, Abstellkammer. Lichtschalter. Ach, hier ist er. Okay, und was jetzt? Hat sich irgendwo irgendwas geöffnet? Sehen wir mal hier drüben nach. Können wir jetzt vielleicht hier durch oder können wir vielleicht... Okay, nee, das müsste das andere Stockwerk sein, außer hatte ich hier irgendwas? Nee. Sehen wir trotzdem mal nach. Ja, zurück zur Frage, wozu brauchen wir die Angeln? Es hat geheißen, wir sollen sie nicht verschwenden, aber wozu sollen wir sie überhaupt benutzen? Fragen über Fragen. Was ist hier? Schlafzimmer, obere Etage? Nee. Nähzimmer ebenfalls nicht. Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Nähzimmer. Abstellkammer, also anderes Stockwerk. Gehen wir mal nach unten und sehen unten nach. Nee, ich lasse die Schallplatte jetzt mal Schallplatte sein. Ach ja, genau, der Opferschacht freut sich, hat's geheißen. Ach ja, ich und mein Gedächtnis. Oha! Lese den fünften Brief. Okay, mache ich gerne, aber vorher hole ich mir noch das Stück Papier hier zurück, um anzeigen zu können, dass es mein legitimes Recht ist, diesen Brief zu lesen. Also, 5. Sprich, Brief Numero 5. Je weiter du kommst, desto mehr musst dir bewusst werden, wie sehr du dich beeilen musst. Hier ist mein nächster Hinweis für dich. In der Wand befindet sich ein weiterer Mechanismus. Dieser erscheint, wenn der Opferschaft wieder frei ist. Okay, haben wir gemacht. Ist dir schon das steinerne Knauf aufgefallen, welcher am kleinen Tisch vor dem Kamin hervorsteht? Ja. Achte auf diese Wand, mein Junge, wenn du mit dem Knauf spielst. Der für kurze Zeit in der beweglichen Wand im Opferschaft freigegebene Hebel gibt den Weg in die obere Etage des Anwesens, ist oberste Etage des Anwesens frei. Dort habe ich in den letzten Tagen Aufgaben für dich vorbereitet. Verpasst du den Hebel, musst du in der Opferschaft wieder sättigen. Viel Erfolg! Okay. So, okay, jetzt geht's wieder. Wir haben den... So, das heißt hier bei dieser Wand irgendwo. Oh! Oh, hier hinter also. Ich verstehe. Moment. Opferschacht. Na komm, komm zu Papa. So, nächster Versuch. Das war genau hier, diese Blockhöhe. Moment. Das ist jetzt der halbe Block. Ich verstehe. Das heißt genau die obere Hälfte dieses Blockes.
Komm. Komm. Obere Hälfte dieses Blockes. Also den Opferschacht müssen wir dann wieder frei machen. Eigentlich waren wir ja schon relativ fleißig bisher. Mal sehen, ob das so bleibt. Ich habe geklickt, aber ich denke, diesmal war ich selbst zu schnell. So, das schwimmt hier jetzt langsam irgendwie nach unten. Schiebt die Wände um. Dann können wir langsam nach unten gehen, um alles langsam entgegenzunehmen und langsam wieder mit der Raserei zu beginnen. Mitte. Mittiger Block. So, Mitte. Genau hier in der Mitte oben. Ich verstehe. Gut, das kriegen wir so hin. Opferschacht wurde freigemacht. Dieser Block genau in die Mitte. Vielleicht muss ich mich ein Stückchen näher hinzustellen. Denn eigentlich wäre ich drauf gewiesen. So. Diesmal stelle ich mich näher hin. Genau hier in der Mitte. Ja, mal sehen, wie lange es noch dauern wird. Allzu lang kann es ja nicht mehr sein. Dieser Block Mitte. Zu schnell gewesen. Ich hätte ein bisschen später klicken müssen. Na komm. Yes. Okay, oberste Etage. Das war doch hier irgendwo draußen am Ende des Ganges. Was der Gang hier? Oder, nee, Moment mal, wir müssen doch erst eins höher, oder? Ja, genau, wir müssen erst eins höher. Bei dieser Gelegenheit werden wir uns gleich nochmal... Moment, war das jetzt in... Nee, das war nicht in der Bibliothek, das war neben der Bibliothek. Gut. Also bei dieser Gelegenheit greifen wir uns nochmal dieses Teil hier. Um einfach für ein bisschen mehr Stimmung zu sorgen. Ich möchte immer noch wissen, für was das hier gut ist. Denn bis jetzt hat uns das ja noch keine Dienste geleistet. So. Schlafzimmer, obere Etage. Ja, geht doch. Hier ist
Nichts versteckt. Schönes Bild. Veranda. Okay, das betätigt noch irgendwas anderes. Hier geht es also auch zum Neckenflügel. Hier geht es nach oben. Sind wir erstmal auf die Veranda. Okay, also das ist jetzt das, wo wir praktisch bereits schon ein paar Mal vorbeigelaufen sind, aber noch nie rein konnten. Dann hätten wir das auch mal. Hier drunter ist nichts versteckt. Linken Flügel können wir noch nicht, dann gehen wir mal nach oben. Licht. Ja toll, das kann man im Dunkeln nicht wirklich lesen. 4. Ich schätze mal, das sollen römische Zahlen sein. 1. Oh, 1. Schon die Angeln aus dem Wintergarten geholt? Ja. Ich schätze, das bedeutet, wir sollen hier irgendwie hochkommen. Und scheinbar nicht nur irgendwie, sondern bestimmt sogar. Autsch. Vielleicht sollten wir aber auch hier rüber und hier rauf. Ah. Nein. Okay, aber ich hab's. Ich hab im Runzen eben eher meine Spezialität. Nicht so Zeiträtsel. Okay, hier muss man sprinten, sonst geht sich das nicht aus. Hier darf man nicht zu früh springen, das war aber schon irgendwie klar. So. Hier, hier, hier und hier hoch. So. Oha, wir sind